Golf ist ein absolut faszinierender Sport. Und das Schönste, was Sie erreichen können, sind satte, knackige Ballkontakte. Unser Team der Golfschule Beuerberg freut sich darauf, Ihnen dieses wundervolle Gefühl von Kraft und Kontrolle vermitteln zu dürfen. Unsere Golfschule ist die ideale Adresse für Ihr Training. Der Golfclub Beuerberg mit seiner traumhaften Bergkulisse bildet einen einzigartigen Rahmen für eine Verbesserung Ihres Spiels. Mit Hilfe unserer Mikrotron Highspeed-Kamera können wir Ihnen neben den schönen Gefühlen Ihrer Bewegung auch noch die dazugehörigen Bilder schenken und Ihre Fortschritte visualisieren. Sie erleben Powerdrives, softe Chips, gelochte Putts und erfahren satte Ballkontakte. Gemeinsam mit unserem Trainerteam erleben Sie die Faszination Golf. Golf spielen ist schön. Golf lernen am schönsten bei uns. Sei es für klein oder für groß. Golf lernen mit den Lehrern der Golfschule Beuerberg macht Lust auf mehr. Und wir helfen Ihnen, all die Herausforderungen des Platzes erfolgreich zu bewältigen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. In den folgenden Trainingsvideos finden Sie viele Anregungen, wie Sie gewisse Situationen auf dem Platz leichter meistern können und wie Sie einzelne Schläge gezielt trainieren. Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen mit unseren Trainingsvideos. Ihr Team der Golfschule Beuerberg. Herzlich willkommen in der Golfschule Beuerberg. Manchmal ist es so im Leben, dass kleine Einschränkungen ins Leben kommen. In meinem Fall ist es die Immobilität der linken Hand und der linken Schulter. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir nicht dennoch Golf spielen können. In diesem Falle muss ich mich halt auf meinen einen Arm beschränken. Und wie gesagt, es ist auch möglich, mit einem Arm Golf zu spielen. Das soll jetzt aber kein Video dazu sein, dass man, wie man mit Verletzungen oder Unfällen umgeht. Man kann generell an jegliche Form von Beschwerde ihre Bewegung anpassen. Dieses Thema, was wir heute machen, einarmig zu schwingen, schult vor allem Ihre Rhythmusfähigkeit. Und ob man damit Golf spielen kann, probieren Sie selber aus. Ich mache Ihnen mal ein paar Schläge vor mit einem Arm. Und dies ist nur ein 58 Grad Loftschläger. Und mit diesem Schläger, wenn man leicht bewegt, kann man sofort auch schon diesen Ball bewegen. Natürlich ist der Schläger wesentlich schwerer in Relation zu unserer Kraft von einem Arm. Ist mit zwei Armen wesentlich leichter, diesen Schläger zu bewegen. Somit ist es relativ schwierig, dieses schwere Gewicht zu rhythmisieren. Wenn Sie so wie gewohnt mit Ihrer Kraft draufschlagen, kann es gut passieren, dass Sie den Ball sofort verfehlen. Also, die hohe Kunst besteht darin, dass Sie dieses Gewicht von Ihrem Arm und Ihrem Schläger schön rhythmisieren und somit im Einklang mit dem Gewicht lernen zu schlagen. Also die Bewegung ist sehr fließend und gleichmäßig und der Schläger wird nie abrupt bewegt. Ich mache nochmal einen größeren Schwung mit einem Arm. Die Technik ist genau das gleiche, wie Sie es normalerweise von Ihrem Schwung kennen. Wichtig ist, bleiben Sie immer im Kontakt mit Ihrem Schläger und mit Ihrem Gewicht und versuchen Sie, dieses so gleichmäßig wie möglich zu bewegen. Und nun sehen wir mal, ob das mit längeren Schlägern auch geht. In diesem Falle nehmen wir nun mal ein Eisen 7
Und das ist natürlich durch seine Mehrlänge wesentlich schwerer, beziehungsweise in der Bewegung wird der Schläger durch seine Länge viel träger. Und dabei kommt es wirklich wieder nur darauf an, im Einklang mit dem Gewicht gleichmäßig zu bewegen. Falls es Ihnen der Schläger hinten zu lang ist, greifen Sie ihn gerne kürzer, weil der kürzere Schläger hat eine geringere Trägheit und ist somit leichter zu bewegen. Also, ein Eisen 7. Gleich mal noch einer. Wenn Sie so etwas die Rhythmik entwickelt haben, können Sie auch mal versuchen, in einer höheren Dynamik dieses Gewicht wieder zu rhythmisieren. Probieren wir mal mit mehr Geschwindigkeit. Und wie Sie sehen, der Ball fliegt vielleicht nicht so weit, als wenn ich ihn mit zwei Armen schlage. Dennoch ist es aber möglich, Golf zu spielen. Und wir können uns weiterhin unserem wundervollen Sport frönen. Wir testen das Ganze mal, ob das auch möglich wäre. Mit den noch längeren Schlägern. In diesem Falle wäre das jetzt ein Holz 5. Der wird natürlich durch seine Länge immer träger. Naja, beginnen wir einfach mal langsam. Mit leichten Bewegungen, kleinen. Etwas größer. Also dieses Training hilft Ihnen nicht nur in Tagen, wo Sie verletzt sind, sondern generell nehmen Sie sich Zeit und versuchen Sie im Einklang mit dem Gewicht zu werden. Und trainieren Sie das auch, um Ihre Tempo- und Ihre Rhythmusfähigkeit zu schulen. Wir probieren das jetzt mal mit dem Driver aus. Denn der Driver ist ja unser liebstes Schlaggerät. Natürlich ist dieser Schläger durch seine Länge und durch sein Gewicht am schwersten zu spielen. Also fangen Sie mit leichten Bewegungen an. Und versuchen Sie immer konstant mit dem Gewicht zusammen zu bewegen. Also leichte Bewegungen. Dann versuchen wir den Umfang mal etwas zu erweitern. Und da wird es schon ein bisschen schwieriger. Wünschen Sie mir Glück. Und der war richtig schön. Falls Sie längere Zeit ausfallen sollten und Sie wollen wirklich immer noch Golf spielen, spielen Sie einarmig. Das Beste, was Sie aber machen können, ist, besorgen Sie sich die leichtesten Schläger. Sie können Kinderschläger nehmen oder ganz, ganz leichte Damenschläger. Greifen Sie kürzer, damit wird so ein Schläger auch mit einem Arm handelbar. Ich probiere jetzt aber dennoch mal, diesen langen Schläger mit einem höheren Tempo zu bewegen. Mal sehen. Der war mal gar nicht getroffen. Wir probieren es nochmal. Dennoch wäre aber dieser Ball vorwärts gegangen, vielleicht 100 Meter. Wenn es mir gelingt, normalerweise mit einem weiteren Umfang, kann ich mit mehr Geschwindigkeit, ja, fast bis an die 200 Meter schlagen mit einem Arm. Probieren wir es nochmal. Der war genial. Also wie Sie sehen, ist einarmig Golfspielen möglich, nicht nur in Zeiten der Verletzung. Aber nutzen Sie es, um Ihre Rhythmik immer mehr zu verbessern und immer mehr eins mit dem Schläger zu werden. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei dieser Übung. Ihr Christian Neumeier. Wenn Sie noch mehr Anregungen für Ihr Training suchen, gehen Sie auf meine Internetseite www.golf-keinsport-wie-jeder-andere.de.